Ich möchte Sie herzlich zum letzten Panel des heutigen Tages willkommen heißen. Später gibt es noch einen Film und muss sagen, dass leider der Kollege Dörre nicht kommen kann aus wichtigen Gründen. Und wir freuen uns aber sehr, dass Brigitte Aulenbacher zugesagt hat, mit aufs Panel zu kommen und sozusagen ihre Position hier zu vertreten. Mein Name ist Claudia Gater. Ich komme aus Berlin. Ich habe eine Professur für Ökonomie und Geschlechterverhältnisse, arbeite selber seit einigen Jahren über prekäre Selbstständigkeit und gehöre unter anderem einer dieser Care-Initiativen an, die versuchen, mit einem Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen Care-Arbeit sozusagen deutlicher in die Diskussion zu rücken und auch unsichtbare, schlecht bezahlte Arbeit unterdessen nicht nur von Frauen mit einer Aktion, die wir jetzt gemacht haben, zum 1. Mai in verschiedenen Stellen Deutschlands nochmal wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken und haben versucht, am 1. Mai auch auf die unsichtbare Frauenarbeit nochmal hinzuweisen, mit vielleicht ein bisschen hilflosen, aber doch lustigen Aktionen in Städten, die auch zum Teil in der Presse kommentiert wurden. Mehr sage ich aber heute nicht zu mir, sondern es stehen die vier Kollegen und Kolleginnen, die mit kleinen Impulsreferaten heute die Diskussion, die Abschlussdiskussion anregen wollen, im Vordergrund. Was wir jetzt möchten, ist den Blick nochmal, wir haben es eben ja schon angefangen, auf Veränderungsmöglichkeiten zu richten. Wie kann die Lage verbessert werden? Welche Ansätze, Möglichkeiten, aber vermutlich auch welche Schwierigkeiten sehen wir da? Und da geht es einerseits um die soziale Absicherung, das ist, glaube ich, noch nicht so stark angesprochen worden heute, die Partizipation, Vernetzungsmöglichkeiten und auch politische Strategien. Und was ich persönlich wichtig fände, auch wenn wir das diskutieren, ist, dass wir einerseits nochmal gucken, muss das anders diskutiert werden für abhängig Erwerbstätige oder für Selbstständige? Was ist mit den Scheinselbstständigen zum Beispiel? Auch ich glaube nicht, dass man auf alle dieselben Strategien und dieselben Maßstäbe anlegen kann. Wir gehen so vor, dass wir zuerst vier kurze Impulse hören. Es sind alle gebeten worden, 5 bis 7 Minuten nicht zu überschreiten. An diese Impulse anhängen können wir Verständnisfragen. Wir würden aber dann gerne sozusagen noch eine längere Möglichkeit haben, mit Ihnen gemeinsam in eine Diskussion zu kommen. Und es gab jetzt ja auch in der Pause und immer schon zwischendurch viele interessante Beiträge auch von Ihnen aus dem Publikum. Und ich würde gerne auch möglichst pünktlich schließen, damit nicht alle weglaufen und ich selber muss auch zum Zug und insofern ist das ein Grund, dann auch pünktlich mit der Veranstaltung aufzuhören. So, wir beginnen mit Helma Lutz. Helma Lutz ist links von mir. Helma Lutz wurde heute schon vorgestellt und hat auch schon gesprochen. Insofern sage ich da gar nichts mehr und bitte dich um deinen Beitrag, Helma. Okay. Ich fange mit einem Zitat an. Es gibt ein Buch, was in diesen Tagen auf Deutsch erscheint, was mir wunderbar eigentlich zu dieser Tagung passt, von dem britischen Sozialwissenschaftler Guy Standing. Der hat ein Buch auf Englisch geschrieben, was auf Deutsch übersetzt ungefähr Das Prekariat heißt. Das Prekariat, die neue gefährliche Klasse. Und ich zitiere jetzt aus dem Buch, da schreibt er, es ist falsch, das Prekariat lediglich als Leiden zu beschreiben. Viele dieser Menschen suchen etwas Besseres, das in der industriellen Gesellschaft und bei den Partei- und Gewerkschaftsbonzen des 20. Jahrhunderts nicht zu finden war. Sie sollten weder als Helden noch als Opfer bezeichnet werden. Das Prekariat steht in der ersten Reihe, aber es muss noch eine Stimme finden, um seine Interessen hören zu lassen. Das Prekariat besteht weder aus einer ausgequetschten Mittelklasse oder einer Unterklasse oder einer unteren Arbeiterklasse, sondern gemeinsam ist ihnen allen eine Bündelung bestimmter Unsicherheiten und es wird eine Reihe von gemeinsamen Forderungen stellen. Das ist eine Projektion für die Zukunft. Nun teile ich keineswegs die gesamte Analyse von Standing. Aber was ich bereits vorhin gesagt habe, Migranten und Migrantinnen ist Prekarisierung nichts Neues, sondern es ist ein integraler Bestandteil
ihres Lebens. Und ein Teil der Probleme, die wir gerade besprochen haben, wenn sich die Älteren von Ihnen vielleicht noch erinnern an dieses Buch von Günter Wallraff über die deutsche Bauindustrie, das ist jetzt über 30 Jahre her. Das hat damals auch einen Skandal verursacht, aber es, darin ist eigentlich alles das beschrieben, was wir zum Teil heute auch wieder beschreiben. Prekarisierungsprozesse, würde ich sagen, werden oft erst dann wahrgenommen, wenn die bis dato abgesicherten Mittelschichten der reicheren Regionen dieser Welt davon betroffen sind. Um bei meinem Beispiel jetzt der Migration aus Osteuropa zu bleiben, es gab bis 1989 wenige Regionen in der Welt, deren Bevölkerung so gut ausgebildet war, und wie die der sozialistischen Länder, vor allem der hohe Bildungsgrad und auch die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen überstieg bei weitem die der westlichen Welt. Dies bewahrte diese Frauen aber keineswegs davor, aus der Arbeitswelt herauszufallen. Im Gegenteil, Frauen wurden zuerst und im größeren Umfang vom Arbeitsmarkt vertrieben in osteuropäischen Ländern als Männer. Dass sie nun millionenfach bereit sind, für ein besseres Einkommen ihre Familien zurückzulassen und dorthin zu migrieren, wo es Arbeit gibt, zwar schlecht bezahlte, aber und auch oft unter ihrem Bildungsniveau, aber immerhin Arbeit, weist darauf hin, dass ihr Staatsbürgerschaftsverständnis zweierlei umfasst, nämlich einmal die Sorge für ihre Familie und die Erwerbstätigkeit als normalen Bestandteil ihrer bürgerschaftlichen Pflichten zu sehen. Der größte Teil der osteuropäischen Migranten und Migrantinnen möchte die Heimat nicht verlassen, im Gegenteil, sie wandern aus, um ihr Zuhause zu retten oder zu erhalten. Für die meisten Betroffenen ist das unterstützende Netzwerk, da haben wir schon kurz drüber geredet, weder die Gewerkschaft noch eine Partei, und zwar deshalb, weil die eben vor allen Dingen national organisiert sind, sondern die ihre eigene Interessenvertretung bzw. ihre Unterstützung finden sie in familiären und Freundesnetzwerken, bei Gruppen von Menschen, die aus der gleichen Region stammen oder die gleiche Sprache sprechen. Und institutionell werden sie vor allem, und das habe ich auch schon gesagt, von der Kirche, von Kirchen gestützt. Kirchen werden zu neuen Orten sozialer Heimat. Die Frage der Unterstützung kommt leider sozusagen auch nicht von der rechtlichen Seite, denn wir haben jetzt erste Forschungen dazu, dass auch innerhalb Europas die Portabilität sozialer Rechte über die Staatsgrenzen hinaus schlecht geregelt ist. Migrantinnen können also sich darauf nicht verlassen, dass ihre eingezahlten Sozialleistungen und Rentenzahlungen angemessen ausgezahlt werden. Im Bereich der Hausarbeit, also den, mit dem ich mich beschäftige, hat es vor einigen Jahren eine großartige Aktion gegeben. Dort wurde nämlich die von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO angestoßene Konvention 189, die den Domestic Workers weltweit Standards guter Arbeit sichern soll, verabschiedet. Interessant ist jetzt, dass die natürlich von einer geringen Zahl von Ländern bislang ratifiziert ist. Deutschland ist darunter, unter den Ländern, die dies ratifiziert haben, aber die Arbeit von Live-Ins, und das ist gerade dieser große Markt, ist ausgenommen davon. Das heißt, da gibt es sozusagen eine Konvention, aber die wirkt sich da nicht aus. Was ich denke, was wir daraus ableiten können, ist, dass die Lösung der Prekariatsfrage eben keine nationale ist, dass sie wirklich große Gruppen von Menschen betrifft. Und in dem Sinne denke ich schon, dass es muss natürlich für jeden Sektor auch nochmal einzelne Lösungen geben, aber es gibt sozusagen ein Großes und Ganzes, was hier auch kollektive Aktionen fördern kann. Zum Beispiel haben österreichische Migrantinnen und Migranten den 1. März zum Migrantinnenstreiktag mal ausgerufen. Und das wäre zum Beispiel eine Aktion, die man sozusagen auch weltweit mal aufgreifen könnte und sagen könnte, sowas passiert dann eigentlich, wenn an einem Tag gestreikt wird. Oder aber, das war eine andere Idee von einem Kollegen aus
aus Mexiko, der sagte, man könnte, er hätte versucht, das zu organisieren. Es hat leider nicht geklappt, einmal einen Monat alle Migranten und Migrantinnen zu bitten, ihre Remissionen nicht zu schicken. Ja, auch dann würde, also dann würden auch Banken zusammenbrechen und so weiter. Also diese, also solche Aktionen, die müssten eben auf dem globalen Niveau oder die müssten transnational auf jeden Fall gerichtet sein. Denn, und das würde letztendlich aber erfordern, dass wir unseren nationalen Container verlassen müssen. Das war's. Super. Gibt es unmittelbar dazu Nachfragen? Sonst würde ich weitermachen. Ich glaube, es war auch recht verständlich. Wir machen weiter mit Brigitte Aulenbacher. Sie hat gestern schon einen Kommentar, über den ich viel Gutes gehört habe, gegeben. Ich stelle sie trotzdem noch mal ganz kurz vor. Sie kommt aus Linz, schön, dass du da bist, ist Professorin für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität, ist sehr ausgewiesen und auch eine wichtige Stimme im feministischen Diskurs, hat viele Publikationen, ich nenne die wirklich nicht alle, aber zu Gender, Intersektionalität, Arbeitsmarkt, prekäre Arbeit. Aktuelle Arbeiten sind zum Care-Bereich und es ist gerade auch ihr Buch zur feministischen Kapitalismuskritik erschienen. So in aller Kürze. Brigitte. Ja, vielen Dank. Es ist schon gesagt worden, Klaus Dörre kann leider nicht kommen und dass ich jetzt hier sitze, hängt damit zusammen, dass ich sehr eng mit Klaus Dörre zusammenarbeite, aber ich kann ihn hier nicht vertreten, sondern kann einfach nur einige Aspekte zur Diskussion stellen, die ich halt in unsere gemeinsame Arbeit einbringe. Ich möchte das, da mich das jetzt sehr spontan ereilt hat, in Form eines sehr kurzen Summarizings machen. Also ich möchte zusammenfassen, was für mich wirklich große Erkenntnisse dieser Tagung waren und wo ich denke, wo man einfach ein Stück weiter noch mal diskutieren könnte. Ich mache das in insgesamt vier Punkten, die ich ganz knapp fasse. Das eine ist, für mich ist erhellend, dass wir es mit einer sehr durchgängigen Ökonomisierung der Gesellschaft zu tun haben, einer Vermarktlichung, die alle Bereiche erfasst. Wir haben das bei Kreativwirtschaft, bei der Universität, bei Care eben kennengelernt. Also durchgängig haben wir eine Ökonomisierungstendenz. Dieser Tendenz entspricht außerdem ein Rückzug der Märkte oder eine Dekommodifizierung in Bereichen, die nicht rentabel sind. Also beispielsweise der Teil, der nicht vermarktbar ist, für den sich Agenturen nicht interessieren oder sonst wer nicht interessiert, bleibt in den Privathaushalten. Das Ganze hat zur Folge als durchgehende Tendenz, dass wir in ganz verschiedenen Bereichen Prekarität finden. Diese Prekaritäten haben teilweise wenig miteinander zu tun. Also der Vertreter von Amazon hat es ja deutlich darauf hingewiesen, also für ihn ist diese Prekaritätserfahrung Schuhe zubinden und Geländer anfassen. Und auf der anderen Seite steht die Kreativwirtschaft, die sozusagen das Reich der künstlerischen Freiheit im neuen Unternehmertum zu finden versucht. Also wir haben sozusagen eine erhebliche Bandbreite. Erste Schlussfolgerung, über die wir nachdenken sollten, ist, ob unsere ansonsten vertretenen Arbeitsteilungen dem noch gerecht werden. Wir haben eine IG Metall, eine Verdi, eine GEW und so weiter und so fort. Wir haben Gewerkschaften, die aus guten Gründen in verschiedenen Sektoren aktiv sind. Das kann man auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise in Frage stellen. Schlussfolgerung meinerseits ist, wir brauchen Kooperation. Wir brauchen Kooperation über Sektoren hinaus. Wir brauchen Kooperation zwischen den traditionellen Akteuren, Gewerkschaften beispielsweise, aber auch Parteien und weitere, und den neuen Akteuren, NGOs. Und wir brauchen möglicherweise auch neue Orte, an denen diese Kooperation ihren Weg suchen kann. Also beispielsweise Care-Manifest, in dem Claudia auch aktiv ist, wendet sich zusehends an Kommunen und bringt auf der kommunalen Ebene Beschäftigte verschiedener Bereiche zusammen. Oder wir ziehen beispielsweise in Linz, aber auch in Jena ist das der Fall, wir ziehen mit Wissenschaft in die öffentlichen Räume. Also wir machen Vorlesungen in der Volkshochschule und beziehen auch Akteure in unseren Wissenschaftsbetrieb ein. Also erstes Plädoyer, wir müssen über bereichsübergreifende Kooperationen nachdenken.
Zweiter Punkt, nach gleichem Muster gestrickt. Wir haben eben gelernt, das hat Helmer auch nochmal angesprochen, die Akteure im Feld sind transnational. Wir haben transnationale Unternehmen, wir haben transnationale Agenturen, transnationale Arbeitskräfte und auch transnationale Patientinnen, Klientinnen. Also das Beispiel Altenpflege war ja genannt worden, wo eben die Alten eben auch rund um die Welt verklebt werden. Das heißt, wir haben sozusagen eine 4 Ebenen, auf denen unser Gegenstand selbst, Prekarität, transnational erzeugt wird. Die logische Konsequenz für die Diskussion ist für mich, wir müssen dem auch politisch Rechnung tragen. Das heißt, es muss sozusagen eine Suche nach Bündnissen anfangen, wie es eben bei Migrar auch schon genannt worden ist, indem die Möglichkeit geschaffen wird, dass alle Beteiligten ihre Stimme erheben können. Das heißt, da sitzt für mich eine große Herausforderung, dass wir eigentlich Grenzen überschreiten müssen, alleine schon, weil Prekarität grenzüberschreitend erzeugt wird. Damit bin ich beim dritten Punkt, wo ich denke, wir müssen Trennungen aufheben. Das ist in den Bereichen unterschiedlich deutlich geworden. In dem Skandalon wie Care erledigt wird, wird es besonders deutlich. Ich glaube, bei der Bauwirtschaft war es uns eben aber auch ersichtlich. Wir haben es mit einer Verletzung von Arbeits-, Sozial- und Menschenrechten zu tun. Das heißt, auch hier müssen wir anfangen, bereichsübergreifend zu denken. Es ist nicht nur alles eine Frage des Arbeitsrechts und der Arbeitspolitik und der Arbeitsgesetzlichkeit, sondern wir haben es mit Aufenthalt zu tun, wir haben es mit Legalität, Halblegalität, Illegalität zu tun und mit ganz unterschiedlichen Regelungen, die dann auch den Sozialstaat möglicherweise neu fordern. Und ein vierter und letzter Punkt, den ich als Schlussfolgerung ziehe, es sind große Diskussionen geführt worden. Das ist auch gestern bei Oliver Machert nochmal deutlich geworden. Also es ist vom Unternehmerischen selbst die Rede, es ist vom Manager seiner selbst die Rede. Also es fehlt uns nicht an Unternehmermetaphern, die uns aufoktroyiert werden. Das, was ich vermisse und was ich zum Beispiel mit Klaus Dörre zusammen Hans-Jürgen Urban in der IG Metall derzeit diskutiere, ist, wir brauchen auch andere Visionen. Diese Visionen sind nicht einfach zu entwickeln. Das liegt schlichtweg daran, dass wir keine Realitätsvorteile haben. Im Neoliberalismus hat das Unternehmerische einen Realitätsvorteil. Wir hinken leider Gottes als Protestbewegung immer hinten dran. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir brauchen große Themen. Ich sage mal, ein Beispiel für ein großes Thema wäre für mich Gerechtigkeit. Ich halte einen Gerechtigkeitsdiskurs für längst überfällig, wie ich auch einen Diskurs darum, welche Arbeit wir wollen, welche Arbeit zuträglich ist, für längst überfällig halte. Und ich denke, da ist Potenzial, sowohl Themen, große Themen zu verfolgen, aber auch Themen, die alltagstauglich sind. Ein Thema wie Gerechtigkeit ist alltagstauglich. Ich kann über die Vereinbarung von Arbeit und Leben unter Aspekten der Gerechtigkeit nachdenken und erreiche möglicherweise auch dann Beschäftigte in ganz verschiedenen Bereichen, die an der Verletzung von Gerechtigkeitsstandards leiden. Soweit. Herzlichen Dank. In knapper Zeit 4 Punkte angesprochen, großartig. Gibt es dazu Nachfragen jetzt inhaltlicher Art? Dann würde ich gerne weitermachen. Links von mir sitzt Dr. Hartmut Seifer. Er ist Arbeitsmarktforscher, ehemaliger Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, des WSI, hat auch jede Menge Veröffentlichungen zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen, prekärer Arbeit, und er hat schönerweise ein Buch mitgebracht. Ich kann es gleich auch mal hochhalten. Durfte ich gar nicht, nee, aber mache ich einfach. Danke für die Werbung. Ja. Es gibt noch Exemplare. Genau, und ich... Atypische Beschäftigung zwischen Prekariat und Normalität. Prekarität und Normalität. Ich lese jetzt nicht die anderen Veröffentlichungen, es gibt jede Menge noch vor, sondern ich bin sicher, es gibt eine Webseite, wo man das nach... Nicht, gibt keine Webseite, aber Amazon, wo man das bestellen kann. Ich halte mich eher im Verborgenen. Wunderbar. Auf jeden Fall haben Sie jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe auch 4 Punkte. Welcher Zufall? Ja, der erste Punkt ist... Oh ja, das ist eine gute Idee. Also 4 Punkte. Der erste Punkt ist, das ist wahrscheinlich hier jetzt seit fast anderthalb Tagen diskutiert worden, der Arbeitsmarkt verwildert.
Wir haben eine Ausweitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Eine Reihe von sozialen Problemen wird dadurch verursacht. Wir haben noch längst nicht in der Forschung alles aufgedeckt. Wir haben, also ich selbst mit einigen Kollegen und eine Reihe anderer Kollegen zeigen auf, an ein paar harten Kriterien, wie sich Prekarität entwickelt. Wir haben das gemacht am Einkommen, an dem Zugang zu beruflicher Weiterbildung, ganz wichtig für die Beschäftigungsfähigkeit. Wir haben das festgemacht an Beschäftigungssicherheit. Und da zeigt sich, dass gerade atypische Beschäftigungsverhältnisse besonders betroffen sind. Besonders betroffen sind aber auch hier Frauen, in erster Linie Frauen. Über die Hälfte der beschäftigten Frauen ist atypisch beschäftigt und da haben sie hohe Prekaritätsrisiken. Vorhin wurde das diskutiert, wie ist die Genderfrage? Ausbeutung ist zunächst einmal geschlechtsneutral, aber Frauen sind besonders betroffen und darüber kann man auch diskutieren, warum das so ist. Stichworte, geringe Gewerkschaftsbeteiligung. Gewerkschaften haben Frauen lange Zeit links liegen lassen in ihrer Politik. Das war lange, das hat sich allmählich geändert. Alles das spielt eine Rolle und sie sind dann in Bereichen, in denen die Gewerkschaften eben ganz schwach sind. Das ist im Dienstleistungssektor. Die Kollegin aus von Verdi weiß das. Die männerorientierten Bereiche sind gut organisiert, dort gibt es hohe Löhne. Das sind nebenbei die Bereiche, die in dem internationalen Wettbewerb an vorderster Front stehen. Dort werden die hohen Löhne gezahlt. Bei den vor allen Dingen auf den Binnenmarkt orientierten Bereichen im Einzelhandel oder in der Pflege oder sonst was die geringen Löhne. So, zu den Werkverträgen noch ein Wort. Ich bin gerade dabei, das auszuwerten. Es gibt ganz neue Daten. Die Zahl liegt ungefähr bei knapp 700.000 und da ist der Anteil der Frauen gering. 3/4 Männer, 1/4 Frauen. Das wird sich vermutlich ändern. Wir können sehen, in den wenigen Zahlen, die wir haben, seit 2002 ist von 300.000 auf jetzt etwa 700.000 gestiegen. Da nimmt der Anteil der Frauen von sehr niedrigem Niveau nimmt zu. Das nur dazu. Wenig diskutiert wird über die Langfristfolgen. Die Bundesregierung hat langsam angefangen zu erkennen, dass da eine Zeitbombe schlummert, nämlich Armut im Alter. Im Augenblick kein Thema, 2-3% der Älteren gelten als arm, aber es nimmt es nach den offiziellen Statistiken, lass uns darüber nicht streiten, wie hoch das Niveau jetzt ist. Es wird aber dramatisch zunehmen. Wenn vor allen Dingen Frauen in längerer Zeit atypisch beschäftigt sind, dann wächst das Risiko, dass sie im Alter auf zusätzliche öffentliche Transferleistungen angewiesen sind. So, weiterer Punkt ist, die Auswirkungen auf das soziale Leben, auf das Familienleben fangen erstmal an, langsam erforscht zu werden. Es gibt an der Uni Münster eine Untersuchung, die kommt jetzt auf den Markt, die zeigt zum Beispiel, dass bei Leiharbeitnehmern die Trennungsquoten besonders hoch sind. Nun kann man über die Kausalität da streiten. Ist das so, dass die Leiharbeitnehmer besonders unzuverlässige Gesellen sind und sich häufig trennen? Oder hat das mit der Beschäftigungsform zu tun? Das ist noch offen. Es zeigt sich auch, dass bei der Kinderbetreuung große Unterschiede sind bei atypisch Beschäftigten und bei Normalbeschäftigten. Also hier ist noch ein großes Feld, wo wir nicht wissen, welche Instabilitäten werden erzeugt, auch durch solche atypischen Beschäftigungsformen. Oder gibt es auch sozusagen Gegenbewegungen, dass Beschäftigte auch resistent werden und sich an atypische Beschäftigungsverhältnisse gewöhnen und damit umgehen? Das ist ja auch denkbar. Da wäre die vergleichende Forschung mal notwendig, in die USA zu schauen, wo es so etwas schon länger gibt. Wie verhalten sich dort Menschen? So, zweiter Punkt, der ist mir ganz wichtig. Die Expansion atypischer Beschäftigungsformen ist in einzelnen Bereichen zum Stillstand gekommen. Das ist kein Zufall. Ich habe zwei Erklärungsgründe. A, haben die Gewerkschaften, wenn auch spät, das soll man jetzt nur nachträglich nicht allzu sehr geißeln, begonnen, sich diesen Themen anzunehmen. Leiharbeit. Da haben sie große Kampagnen durchgeführt. In den Betrieben haben Betriebsräte, da wo sie stark sind, Regelungen durchgesetzt.
das zu quotieren, also nicht mehr als 5% Leiharbeitnehmer, gleicher Lohn nach einer bestimmten Zeit und so weiter. Also da hat man Erfolge gefeiert und auch die Gewerkschaften im Rahmen von Tarifverträgen, in denen ab einer bestimmten Zeit zusätzliche Löhne oder höhere Löhne gezahlt werden müssen. Also das ist wichtig. Der zweite Punkt ist, die Arbeitsmarktrelationen verändern sich. Die Arbeitslosigkeit sinkt, es entstehen Knappheitsverhältnisse am Arbeitsmarkt und da fangen Unternehmen an, auch zu reagieren. Ein deutliches Zeichen ist, bei den Neueinstellungen sinkt die Quote der befristet Beschäftigten. Die Unternehmen müssen jetzt, vor allen Dingen bei besser qualifizierten Arbeitskräften, auch etwas mehr anbieten, wenn sie im Wettbewerb um diese Arbeitskräfte bestehen wollen. Das zeigt uns, ganz wichtig ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Wenn das gelingt, trocknet man sozusagen auch den Boden aus, ein Stück weit zumindest, für schlechte Arbeitsbedingungen. So, und der dritte Punkt ist, dort wo Tarifverträge existieren, ist der Grad der Prekarität gering. Ich habe gerade eine Untersuchung gemacht über atypische Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst. Dort sind die Prekaritätslöhne Gott sei Dank noch eine Rarität, wobei auch versucht wird, beim öffentlichen Dienst der Niedriglöhne einzuführen, hat man ja auch schon, aber das ist noch ein gewisser Schutz, dort sind 90% der Beschäftigten tarifvertraglich abgedeckt. Also das zeigt, wohin man muss. So, ich will nur einen kurzen Punkt ansprechen noch, ganz großes Problem ist, das ist mein dritter Punkt, es gibt eine Dualisierung am Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite ein atypisch und vor allen Dingen prekärer Bereich und auf der anderen Seite ein relativ geschützter Bereich. Und zwischen diesen beiden Bereichen besteht wenig Bewegung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sicherlich keine Speerspitze der linken Bewegung, der spricht von einer Zweiklassengesellschaft am Arbeitsmarkt. Die Ironie ist, dass er seit 20 Jahren dafür predigt, gerade alles zu tun, damit diese Zweiklassengesellschaft sich entwickelt hat, nämlich den Arbeitsmarkt zu deregulieren. Und er beklagt jetzt, dass es zwischen den beiden Bereichen so gut wie keinen Austausch gibt. Wenn man einmal unten ist, in dem unteren Bereich, hat man wenig Chancen aufzusteigen. Das scheint mir eins der ganz wesentlichen Probleme zu sein. So, vierter Punkt, was ist zu tun? Also der Mindestlohn war sicherlich ein erster Schritt. Er mindert die Prekaritätsrisiken, aber er schafft sie nicht ab. Und er hat auch Druck erzeugt. Ich lese in der Zeitung, Lidl wirbt jetzt damit, dass sie einen Mindestlohn von 11,50 Euro haben. Ich glaube, ohne die Debatten und Kampagnen für den Mindestlohn wäre Lidl nicht auf die Idee gekommen, das auch zu machen. Sie drehen das heute positiv als Qualitätsmerkmal, weil sie nicht an den Pranger gestellt werden wollen. Also es schafft etwas, wenn man auf Dauer da hart bohrt. Die Gewerkschaften haben 10 Jahre gebraucht, um den Mindestlohn einzuführen. So, zweitens, Pflichtmitgliedschaft im sozialen System für alle Erwerbstätigen. Also auch für Solo-Selbstständige und für Scheinselbstständige. Dann braucht man diese Debatte gar nicht zu führen über Scheinselbstständigkeit. Was ja schwierig ist, sie auszumachen. Drittens braucht man eine Rente, die ein Mindesteinkommen sichert für alle und nicht dann nachgewiesen werden muss über sozialen Bedarf. Also so eine Grundsicherung im Alter, die muss anders aussehen, als das jetzt der Fall ist. Vierter Punkt. Weiterbildungsansprüche für alle Beschäftigten. Da muss man Fonds schaffen. Das wäre eine Aufgabe für die Gewerkschaften und auch für die öffentliche Hand, damit sie sich am Arbeitsmarkt auch immer wieder auf neue Anforderungen einstellen können. Über die Rückkehrrechte zur Teilzeitarbeit will ich jetzt gar nicht reden. Ich will noch einen Punkt ansprechen, der eigentlich für Ökonomen völlig natürlich ist. Warum gibt es keine Risikoprämie für Beschäftigte, die hohe Risiken tragen? Atypisch Beschäftigte haben ein beknacktes Einkommen, verdienen weniger als Vergleichbare und haben eine höhere Beschäftigungsinstabilität, also doppelte Risiken. Eigentlich müsste man diese Risiken mit einer Prämie belohnen.
Alle Manager haben doch auch eine Risikoprämie dafür, dass sie nur einen 5-Jahres-Vertrag maximal bekommen. Die Fußballtrainer in der Bundesliga kriegen eine Risikoprämie. Wenn sie nach 5 verlorenen Spielen rausfliegen, dann kriegen sie die 2 Jahre bezahlt. Und nicht zu schlecht. Also man kann viele andere Bereiche finden, die aus der Versicherungswirtschaft kommen, dass man hier sagt, dort, wo hohe Risiken sind, müssen diese Risiken auch entsprechend honoriert werden. Das wäre den Spieß umdrehen. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach sein wird, weil es ja hier die Schwächsten sind am Arbeitsmarkt, die wenig Voice, also wenig Stimme haben und sich nicht durchsetzen können. Aber es würde der Logik des kapitalistischen Systems durchaus entsprechen und wäre damit systemimmanent und nicht sprengend. Als letztes Wort, ja. Herzlichen Dank. Auch hier gibt es unmittelbar eine Verständnisfrage, sonst würde ich weitergehen. Gut, wir kommen schon zum 4. Impuls. Das ist Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Ist das richtig? Er ist habilitiert, deswegen nehme ich an, dass da auch ein Doktor vorstehen muss. Habilitierter Volkswirt, ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und auch sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Auch er hat sehr viele Veröffentlichungen, leider kein Buch dabei, mit dem ich winken kann. Die Veröffentlichungen sind unter anderem zum Grundeinkommen, zur Bürgerversicherung, Zukunft des Sozialstaates, sozialpolitische Konsequenzen und Ähnliches. Auch das ist sicher, Sie haben eine Internetseite da nachzulesen und zu bekommen. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Gesamttagung, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, mit dem sich die Grünen schon mal in den 80er Jahren ganz intensiv beschäftigt haben. Ich kann mich da an einen Kongress Zukunft der Arbeit an der Uni Bielefeld, wo ich studiert habe, damals noch als Student, erinnern. Aber gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren gibt es massive Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die sich aber in den letzten Jahren noch mal beschleunigend haben und unter dem Stichwort Digitalisierung möglicherweise noch weiter beschleunigen werden. Nicht alle diese Veränderungen sind schlecht. Und ich will mich vielleicht ein bisschen abarbeiten an dem Titel der Veranstaltung. Da tauchen ja Punkte auf, die wir gerade als Grüne besonders gut finden. Frei, selbstbestimmt, das ist sicherlich was ganz Wichtiges und eigentlich was Positives. Auch was wir für die ökologische Wende eigentlich brauchen. Wir brauchen mehr Kreativität, mehr Selbstbestimmung, mehr Veränderungswünsche, um da tatsächlich Innovationen hinzukriegen, um die Gesellschaft und die Wirtschaft entsprechend verändern zu können. Auch Flexibilität hat durchaus was Positives oder kann was Positives haben. Interessanterweise merke ich, wenn ich mit Leuten diskutiere, dass gerade bei Jüngeren Flexibilität eher negativ konnotiert ist, während so meine Generation da durchaus was Positives dran sieht. Das hat vielleicht auch mit den Arbeitsmarktveränderungen und den Arbeitsmarktreformen auch unter Rot-Grün zu tun, dass da sozusagen aus der Flexibilität eher was Negatives geworden ist. Und die negative Seite ist das, oder die Frage, ob das positiv oder negativ ist auf dem Arbeitsmarkt, ist die Frage, wer bestimmt denn über die Flexibilität? Sind es die Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer flexibel einsetzen können? Dann wäre es eher problematisch und das ist das, was passiert ist, auch politisch gewollt passiert ist. Und im Moment gibt es aber eine Diskussion darüber, das wieder umzukehren und zu gucken, mehr Flexibilität für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinzukriegen. Da ist so ein Stichwort, unter dem wir das in der Partei diskutieren, Zeitpolitik. Also zu gucken, dass die Selbstbestimmung über die eigene Zeit, nicht nur über die Arbeitszeit, aber auch über die Arbeitszeit, wieder zu den Menschen zurückkommt, damit die selbstbestimmt über die Zeit bestimmen können. Da hätte Flexibilität auch was Positives. Aber es gibt diese ganzen Schattenseiten, die ja heute im Laufe des Tages sehr treffend dargestellt worden sind unter dem Begriff prekär. Da finde ich nochmal wichtig zu definieren, was heißt denn prekär? Manche machen sich da einfach und sagen, prekär oder atypisch ist alles das, was nicht dauerhaft vollzeitabhängig beschäftigt ist und alles andere ist prekär. Das wäre eine Definition, die ich nicht teilen würde. Nicht jede Form von selbstständiger Tätigkeit ist schlecht, nicht jede Form von Teilzeittätigkeit
ist schlecht. Da gibt es viel problematische Sachen, prekäre Selbstständigkeit, komme gleich drauf, was das sein könnte, aber auch bei der Teilzeittätigkeit das Problem der Minijobs und der Minijobfalle, die selbst das IAB, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit feststellt und auch so benennt. Prekär hat für mich drei Dimensionen und da ist dann der politische Handlungsbedarf. Das eine ist die aktuelle Existenzsicherung von Beschäftigung. Man muss von seiner Arbeit leben können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist der Mindestlohn ein wichtiger Schritt, aber nur ein, und ich würde sagen, kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil er sichert die Existenz nur unter Bedingungen. Man muss nämlich abhängig beschäftigt sein, das heißt, einem Selbstständigen nützt es nichts. Man muss Vollzeit erwerbstätig sein, sonst ist es bei den meisten Teilzeittätigkeiten nicht existenzsichernd, 8,50 Euro. Man muss ohne Kinder leben. Wenn man Kinder hat, reichen die 8,50 Euro auch nicht. Was bei meinen Veröffentlichungen noch fehlt, ist meine Doktorarbeit zum Thema Armut trotz Erwerbstätigkeit. Wo klar ist, dass das Kinder ein wesentlicher Punkt sind, selbstständige Tätigkeiten, halt auch, da geht der Mindestlohn dran vorbei. Es gibt Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung von vor der Einführung, die aktuellen Zahlen haben wir noch nicht, sind aber gerade dabei, die von der Bundesregierung zu erfragen. Die schätzen, dass von den 1,2 bis 1,3 Millionen Aufstocker durch den Mindestlohn so 100.000 aus dem Hartz-IV-Bezug rauskommen. Das ist also nur die Spitze des Eisbergs. Da brauchen wir neue Lösungen. Grundeinkommen ist angesprochen worden, ist ein Punkt, den ich da immer mit ins Spiel bringe, ist aber bei uns in der Partei kein Konsens. Was aber eine Diskussion wert ist, ist zu fragen, wie kriegen wir denn die Existenzsicherung für Erwerbstätige besser hin? Die sind jetzt auf Hartz IV angewiesen mit einer entsprechend hohen Dunkelziffer, zusätzlich zu den 1,2 oder 3 Millionen Menschen, die aufstocken. Und gerade für Selbstständige ist halt Hartz IV überhaupt nichts, weil die halt ein schwankendes Einkommen haben und auch die Jobcenter können mit den Selbstständigen in der Regel nicht viel anfangen, was Arbeitsvermittlung angeht. Und abgesehen davon sind die ja schon erwerbstätig. Da müssen wir nach neuen Wegen finden, die grundeinkommensähnlich sein können. Irgendein Einkommenszuschuss über das Steuerrecht gibt es in anderen Ländern, angelsächsischen Ländern interessanterweise, Großbritannien ist da ein Land, auch in den USA gibt es das schon länger und in vielen anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche Lösungen, die in so eine Richtung gehen. Das ist ein Punkt, über den wir zurzeit diskutieren, um da eine bessere Existenzsicherung hinzukriegen. Der zweite Punkt, zweite Dimension bei der Prekarität, ist auch schon des Öfteren angesprochen worden, ist die Frage der Rechte. Viele mangelnde Rechte, die prekär Beschäftigte haben, im arbeitsrechtlichen Bereich, aber bis hin zu Menschenrechten oder auch sozialen Rechten. Gerade die Veränderungen im Bereich Digitalisierung, aber auch dieser fließende Übergang zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung schreit dazu, dass wir da neue Regelungen brauchen und die Deregulierung, die wir unter Rot-Grün gemacht haben, muss auch ein Stück weit zurückgeführt werden. Leiharbeit ist ja angesprochen worden, wo es teilweise Verbesserungen gab durch die Anstrengungen der Gewerkschaften, auch dadurch, dass es dann einen Mindestlohn gab von Schwarz-Gelb, eingeführt für die Leiharbeit. Aber wir haben immer noch kein Equal Pay. Die Große Koalition will Equal Pay nach 9 Monaten. Das ist ein Witz, weil die meisten Leiharbeiter nicht länger als gar nicht so lange beschäftigt werden. Teil schon, aber die meisten nicht. Wir brauchen Equal Pay ab dem ersten Tag. Und wir brauchen tatsächlich auch, Hartmut Seifert hat das angesprochen, eigentlich für Leiharbeit sowas wie einen Flexibilitätsbonus, weil es natürlich eigentlich eine Belohnung bedarf, wenn jemand von einem zum anderen Job quasi hin und her springt. Dritte Dimension ist die Unsicherheit von Beschäftigung. Soziale Unsicherheit, was Krankenversorgung, Alterssicherung vor allen Dingen angeht. Da ist es wichtig, dass wir die Sozialversicherung tatsächlich zu Bürgerversicherungen weiterentwickeln, sprich alle Selbstständigen, alle abhängig Beschäftigten, auch die Minijobs voll in die Sozialversicherung mit
mit einbeziehen. Bürgerversicherung heißt dann eigentlich nicht nur die Erwerbstätigen, sondern auch die Nicht-Erwerbstätigen. Aber eine Erwerbstätigenversicherung, wie sie Hartmut Seifert eben beschrieben hat, wäre schon mal ein wichtiger erster Schritt. Dann hätte man schon einen großen Unterschied zwischen Abhängigen und Selbstständigen für die Arbeitgeber auch nicht mehr. Dann wären die Arbeitskosten dann zumindest vergleichbar an der Stelle, womit nicht alle Lösungen an der Stelle gefunden sind, aber was ein wichtiger Schritt wäre. Wichtig ist, wenn man selbstständig mit einbezieht, dass sich insbesondere die mit geringem Einkommen das auch leisten können. Und da ist man wieder bei dem ersten Punkt, Existenzsicherung. Das muss die Sozialversicherungsbeiträge mit beinhalten, damit halt Menschen mit geringem Einkommen sich auch die Sozialversicherungsbeiträge leisten können. Ziel muss es also sein, tatsächlich Arbeit zu finden, die selbstbestimmt ist und nicht unsicher, sondern sicher. Also Selbstbestimmung und Sicherheit, das wäre das Ziel, was wir vor uns haben. Ganz herzlichen Dank auch, dass Sie sich in etwa an die Zeit gehalten haben. Wir haben jetzt ein relativ großes Spektrum von transnationalen Zusammenschlüssen, was ihr beide angesprochen habt, über das Blicken auf die Gewerkschaften auch noch mal stärker und rechtliche Regelungen, die sozusagen Bürgerversicherung und Ähnliches betreffen. Ich würde jetzt öffnen für alle, das heißt, das Podium darf auch miteinander diskutieren, aber Fragen aus dem Publikum sind auch erwünscht. Ja, das. Ja. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Ich hätte nur eine Frage, und zwar, wie sehen Sie das eigentlich für Arbeit mit Behinderung? Weil es ist nun mal so, dass auch Behinderte unter einem sehr starken Einschnitt, was finanziell angeht, weil Behinderte kein Einkommen, keinen Besitz haben dürfen. Gibt die Frage an Herrn Strengmann-Kuhn oder an alle? Wer darauf antworten will, ja. Okay. Ja. Wollen wir sammeln? Oder? Wollen wir ein, zwei sammeln, ja? Ich gerade nicht. Wo war was? Ja, mein Name ist auch Seifert. Meine Frage richtet sich an Herrn Strengmann-Kuhn. Ich fand Ihre Ideen sehr, sehr sinnvoll. Und die Frage ist, wie weit sehen Sie politisch die Möglichkeit, also wie weit sind da die Realitäten gegeben, dass man das in absehbarer Zeit umsetzen kann? Wollen Sie also gleich darauf antworten? Ja, mache ich mal die beiden Punkte zusammen. Also Arbeit mit Behinderung ist, oder Erwerbstätigkeit mit Behinderung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Dieses Abschieben in Werkstätten mit Behinderung ist eins, was wir überwinden wollen. Für manche Behinderte ist das eine vernünftige Lösung, wenn es selbstbestimmt ist. Wir wollen aber wie insgesamt auch an der Stelle Barrieren abbauen und da einen fließenderen Übergang schaffen zum normalen Arbeitsmarkt. Wir nennen das inklusiven Arbeitsmarkt, der sich nicht nur auf Inklusion von Behinderten bezieht, sondern insgesamt alle Menschen mit gleichen Rechten versorgt. An der Stelle haben wir aber als Problematik auch auf dem Schirm. Da ist meine Kollegin Corinna Rüffer im Bundestag sehr intensiv dran an dem Thema. Wir machen demnächst auch ein Fachgespräch, wie ist das eigentlich mit einem Mindestlohn in Werkstätten für Behinderungen, wo man das wahrscheinlich nicht 1:1 übertragen kann, aber auch da muss es irgendwie eine bessere Existenzsicherung, eine bessere Bezahlung für Behinderte geben. Politische Realisierungsumsetzungsmöglichkeiten. Wir sind ja jetzt als Grüne nur eine 10%-Partei im Bundestag, sogar noch ein bisschen weniger. Zu den Linken gibt es da sehr viele Anknüpfungspunkte bei den Punkten, die ich genannt habe, teilweise mit ein bisschen anderen Fokus. Problem ist halt, gibt es dafür dann halt eine politische Mehrheit im Bundestag oder in einer Regierung. Da muss man die Diskussion in den nächsten 2 Jahren nochmal
abwarten, ob sowas wie Rot-Rot-Grün eine Option ist oder ob umgekehrt man mit in einer schwarz-grünen Regierung Teile davon umsetzen kann. Sowas wie Grundeinkommen, negative Einkommensteuer wird auch bei der CDU diskutiert. Bürgerversicherung ist da eher sehr, 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 sehr ablehnend. Und was die Regulierung auf dem Arbeitsmarkt angeht, gibt es auch eher größeren Widerstand, zumindest in der Mehrheit der CDU. Es gibt dann immer wieder Sozialpolitiker, mit denen man durchaus zusammenarbeiten könnte, aber der Wirtschaftsflügel und vor allen Dingen die CSU bremst da an der Stelle sehr stark. Das heißt, wenn, dann wäre Rot-Rot-Grün da eine Perspektive. Wie realistisch das ist, kann man im Moment noch nicht abschätzen. Aber was bei allen politischen Sachen immer wichtig ist, es wird nicht von oben gemacht, sondern es braucht die gesellschaftliche Debatte dazu. Elmar Lutz wollte dazu noch. Ja, ich würde das gerne aufgreifen. Also Ihre Frage nach der nach der Stellung der Behinderten in unserer Gesellschaft und das ein bisschen weitermachen, weil meiner Meinung nach ist da was ganz schief mit diesem Autonomiebegriff, der uns sozusagen als ein Ideal oder ein Mythos da oft vorschwebt. Wir alle sind in einem Teil unseres Lebens abhängig gewesen und werden wieder abhängig. Ja? Also diese Vorstellung, dass wir immer in Kontrolle sind, also sozusagen Kontrolle über unser Leben haben, das ist einfach eine Fehlidee. Ja? Das ist ein Mythos. Und genau vor dieser Idee, aber sich dann auch zu fragen, was bedeutet das jetzt, ja, dass wir sozusagen auch in Abhängigkeiten leben und auf andere Menschen angewiesen sind, die uns unterstützen, das passt eben in diese neue Arbeitswelt nicht rein. Und deshalb glaube ich, dass wir da eher so eine grundlegende Debatte über dieses Ideal der Autonomie brauchen. Und ich bin Ihnen deshalb dankbar, dass Sie das gefragt haben. Ich möchte gerne Ihre Frage an das gesamte Podium stellen, nämlich die Frage, wie kommt man denn dahin? Und wenn ich jetzt nochmal denke, was Herr Seifert gesagt hat, der hat ja, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstehe, aber gesagt, in gewisser Weise, der Arbeitsmarkt verwildert und in den Bereichen, die tariflich noch, also die noch gut organisiert sind, passiert das nicht so stark und in den Frauenbereichen und so, die nicht so gut organisiert sind, verwildert das alles sehr viel stärker. So, aber die Frage ist, wie kommt es denn, wie kriegen wir denn da auch wieder Veränderungen hinein? Und auch genauso an Brigitte die Frage, wie kommt man denn dahin, was du dir vorstellst? Also wie kommt man denn auch zu einem Sinneswandel, zu anderen, zu Gerechtigkeitsdiskussionen und Ähnlichem? Welche Schritte sind denn dafür auch, welche konkreten Schritte könnte man sich denn vorstellen? Ich weiß nicht, ist egal. Also, ich denke, man wird nur Schritt für Schritt, und das ist ein mühseliger Prozess, vorankommen. Wir hier oben am Podium oder auch im Auditorium, da kann man sich ein schönes Bild ausmalen, wie denn ein Arbeitsmarkt der Zukunft aussehen sollte. Und kann ein völliges Alternativkonzept entwickeln. Das wird man aber nicht von heute auf morgen durchsetzen können. Ich denke, wirklich nur Schritt für Schritt. Die Gewerkschaften, ich habe da immer nachgefragt, warum kümmert ihr euch nicht um die Minijobs? Wir haben gesagt, jetzt haben wir erstmal den Mindestlohn und müssen auch noch mit der Leiharbeit umgehen. So, jetzt sind die beiden Themen, ich will nicht sagen abgearbeitet, aber man hat erste Erfolge gehabt. Also jetzt muss man da drängen von unten und sagen, so, jetzt nehmt euch doch mal die Minijobs vor. Und da gibt es sogar unheilige Allianzen, neoliberale Ökonomen kritisieren seitdem es die Minijobs gibt, kritisieren sie das und sagen, der Sachverständigenrat sagt, das ist ein Unding, dass diese Form von Beschäftigungsformen, dass die subventioniert werden sozusagen. Also die Beschäftigten keine Steuern zahlen, keine Sozialversicherungsabgaben und die Unternehmen eine Pauschale. Das hat man dann ja angehoben. So, da wäre es jetzt Aufgabe, da ranzugehen und die Minijobs ordentlich zu regeln. Wenn es geht, jetzt verbieten, das ist unrealistisch, aber man muss sie ordentlich regeln. Natürlich ist es ein Problem, auch wenn man sie sozialversicherungspflichtig macht,
Er wäre über eine längere Zeit eine Tätigkeit auf 450-Euro-Basis ausgeübt hat, der wird keine ordentlichen Rentenansprüche erwerben. Das ist nicht drin. Also muss man dort auch dann im Rentensystem parallel dazu was schaffen, dass die nicht dann auf, wie heißt das, Hilfe für, nee, Hilfe im, im Grundsicherung, Grundsicherung Alter, Alter angewiesen sind. Da kommt man um eine Grundrente nicht herum. Das ist parallel. So, ich denke, weil Frauen vor allen Dingen ja betroffen sind, muss man versuchen, Allianzen mit Gewerkschaften und allen möglichen Frauenorganisationen herzustellen, die für eine verbesserte Situation gerade in diesem wachsenden Bereich herstellen. Die Frauenerwerbsquote ist ja gestiegen in den letzten 10-12 Jahren um 10 Prozentpunkte. Das ist ein rasanter Anstieg, allerdings auf Kosten der Qualität der Arbeit. Ne? Also diesen Zusammenhang muss man klar machen und hier Allianzen herstellen. Die würde ich auf der nationalen Ebene eher herstellen noch als auf der internationalen. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber ich würde da nicht von oben anfangen, sondern ich würde dann eher von unten anfangen. Und die Erfahrung zeigt, Druck von unten ist gut. Das noch ein letztes Wort, das schließt nicht aus, dass man auch in Europa für entsprechende Regelungen sorgt. Es war ja sicherlich nicht von Nachteil, dass es da Direktiven gibt zur Leiharbeit mit Equal Pay, die aus Brüssel kommen. So, die hat die Bundesregierung damals, ein Arbeitsminister der Sozialdemokratischen Partei, hat das lange nicht akzeptiert. Aber es hilft für die Argumentation, wenn auch noch von Brüssel das kommt. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Herzlichen Dank. Gibt's da auch noch? Ja, ja, ich möchte noch mal anschließen an diesem Schritt für Schritt, weil ich glaube, es gibt keine einfachen Wege und will jetzt einfach mal so drei Beispiele ansprechen, die deutlich machen, wie kompliziert es ist, aber wie aussichtsreich es auch ist. Das eine, da möchte ich noch mal das Thema der Frage mit Behinderung ansprechen, weil das sind ja Forschungsergebnisse, die von meiner Kollegin Birgit Riegraff zusammen mit Romy Reimer stammen, die sich damit befasst haben, dass seit den 90er Jahren auch ganz neue Wohn-, Arbeits-Lebensformen entwickelt werden. Die haben das am Beispiel von Wohnpflegemeinschaften für demente Menschen herausgestellt. Und das Interessante ist daran, dass wir ganz neu gefordert werden, in dem Falle in diesen Projekten neu gefordert werden, weil die einem doppelten Bild folgen. Also einerseits soll das eine Alternative sein zur Heimunterbringung und es soll zugleich familiär sein und es soll zugleich professionelle Arbeit sein, also die Quadratur des Kreises schlichtweg. In diesen neuen Arbeitsformen finden sich ganz hohe professionelle Ansprüche. Gleichzeitig sind die sozialstaatlich noch nicht so untermauert, dass es dort zu regulärer Beschäftigung kommt. Das heißt, die arbeiten mit prekärer Beschäftigung. Das Interessante ist, dass das Ganze aber ein Thema ist. Es ist innerhalb dieser neuen Arbeitsformen Thema und es ist vollkommen klar, dass man sich dort diesen Weg von Illegalität nicht leistet. Also das ist noch nicht alles zum Besten bestellt, aber da wird zum Beispiel konkret über neue Arbeitsformen verhandelt. Zweites Beispiel, bei uns im Fachbereich läuft gerade eine Diplomarbeitsuntersuchung. Das ist ein Team, das eine relativ große Studie macht zu ökologisch nachhaltigen Betrieben. Die Wertschöpfungskette ist rein regional organisiert. Die legen größten Wert darauf, dass sie von der ersten bis zur letzten Phase ökologisch nachhaltig sind. Die beschäftigen innerhalb dieser Betriebe, nicht alle Betriebe, aber drei dieser Betriebe, es sind insgesamt 20, die untersucht werden, drei dieser Betriebe beschäftigen Menschen mit Behinderung in befristeten Verträgen. Die Diskussion im Betrieb dazu ist gewesen, sozusagen eine faire Einbindung in die Arbeit. Die Diskussion, die wir darüber geführt haben, ist, da wird sozusagen Lohn reduziert. Da werden sozusagen Kosten reduziert. Das ist also ein weiteres Konfliktterrain. Diese Betriebe halten sich absatzfähig am Markt.
indem Sie über diesen Weg Kosten senken, da muss man nicht drum herum reden. Sie thematisieren es anders als Integration und das heißt, da haben wir einen Konflikt, der aus der Praxis entsteht. Das muss diskutiert werden. Also das sind Punkte, an denen es ganz konkret wird und an denen deutlich wird, Ziele geraten auch in Widerspruch zueinander und das ist kein einfaches Thema, solche beiden Sachen, in dem Fall beispielsweise eben ökologische Nachhaltigkeit und keine prekäre Beschäftigung, in Einklang zu kriegen. Das Bewusstsein dafür ist da. Interessant ist, was passiert. So, und dann bin ich auch bei der Frage große Themen, die du mir gestellt hast, Claudia. Ich komme auf Gerechtigkeit nicht von ungefähr. Das geht wiederum aus einem anderen Projekt hervor, an dem wir zurzeit arbeiten in verschiedenen Bereichen und wo wir in auch verschiedenen Bereichen auf der Ebene der Betriebe die Gerechtigkeitsfrage haben. Und wir haben festgestellt, nicht nur unserem Projekt geht es so, sondern auch Projekten aus den Instituten in München, in Göttingen, überall derselbe Befund. Gerechtigkeit ist ein Thema, das von den Beschäftigten aufgebracht wird. Es geht um Arbeit in Würde. Es geht um solche Themen wie Menschenwürde, die im Betrieb wieder Thema sind. Und zugleich halte ich so ein Thema für hochgradig anschlussfähig in eine weitere gesellschaftliche Diskussion, weil machen wir uns nichts vor. Wir haben die ganze Zeit schon einen Gerechtigkeitsdiskurs, der kommt nur anders daher. Als wir in der Reformära der 70er Jahre war es völliger Konsens, man soll gesellschaftlich teilhaben dürfen, Teilhabegerechtigkeit. Man soll seinen Bedarf decken können, Bedarfsgerechtigkeit. Seit den 90er Jahren haben wir die dritte Säule, die forciert wird, die in den 70er Jahren da war, die war im Fordismus immer da. Seit den 90er Jahren ist sie in den Vordergrund gespielt, Leistungsgerechtigkeit. Nämlich nur noch, wer leistet, soll auch teilhaben. Das heißt, wir haben ohnehin in der Gesellschaft einen Diskurs um Gerechtigkeit und interessant ist, dass er ganz kritisch geführt wird und zwar an verschiedenen Stellen und deswegen komme ich nicht von ungefähr auf so ein Thema. Es gäbe noch 2, 3 weitere Themen, die sind bereits in der Diskussion und ich denke, dass wir da sozusagen nichts von oben auffropfen würden, indem wir Themen stark machen, die gesellschaftliche Themen längst sind und die in der gesellschaftlichen Kritik, in der Alltagskritik eine große Rolle spielen. Mhm. Dankeschön. Jetzt hat sich Mechthild Pfeil gemeldet. Wer war zuerst? Ich habe Mechthild zuerst. Okay, dann komme ich. Ja, Schritt für Schritt. Aber wohin? Und ich habe keine Antwort. Ich habe einfach viele Fragen. Und die Konferenzen, die wir früher geführt haben, wohin geht der Sozialstaat, Zukunft des Sozialstaats und so weiter, das war ja eine rege wissenschaftliche und politische Tätigkeiten. Ich glaube nicht, dass wir diese Fragen von damals heute auch noch haben und damit arbeiten können. Damals war der Vorrang lag darauf, wie können wir Menschen, vor allem auch am gesellschaftlichen Rand, in das bestehende Wohlfahrtssystem mit seinen Leistungen einbeziehen, also integrieren. Die Diskussion wurde dann ausgeweitet auf Grundeinkommen und auf Absicherung von Selbstständigen und so weiter. Also was war immer Festhalten an dem System mit natürlich Reformen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich würde da auch gerne anknüpfen an dem, was Brigitte Auenbacher gesagt hat. Wir können wahrscheinlich nicht mehr in diesen Branchen denken und in dieser Arbeitsteilung, die früher noch vorherrschte. Und als Beispiel, Minijobs wurde gesagt, die sollten ich fange anders an. Selbstständige war hier der Vorschlag von Hartmut Seifert, den habe ich auch früher vertreten, sollen also in die soziale Sicherung herein. Wir haben dann immer auf Frankreich verwiesen und so weiter. Und da steht der schöne Satz von dem ersten Euro, damals war es noch der Franc, sollen die alle versichert sein. Und das klingt so toll und alle dafür. Das geht nicht mehr. Selbstständige, wir haben ja jetzt neue Formen von Selbstständigkeit. Also wir hatten das ja heute mit der Migration und Migrantenarbeitsmärkten. Das ist die Scheinselbstständigkeit, eine der Umgehungsstrategien der Arbeitgeber, um Kosten zu sparen. Da werden also eigentlich Lohnabhängige, fast Tagelöhner, müssen sich als Selbstständige erklären, um also sozusagen diese Kosten zu sparen. Da kann man doch wohl nicht sagen, die sollen jetzt also noch einen größeren sozialen Schutz bekommen, um also diese Form der Selbstständigkeit
Selbstständigkeit dann auch noch zu auszubreiten und zu fördern. Dasselbe bei Minijobs und so weiter. Ich glaube, man muss jetzt überall so unheimlich genau hinschauen und entweder jetzt mal ganz einfach gesagt, wir machen etwas, wo alle eine Grundsicherung haben, die irgendwie arbeiten, aber unabhängig von ihrer Arbeitsleistung. Und wer da mehr haben will, der muss das eben selber privat organisieren. Das ist jetzt nicht neu, diese Vorstellung. Ist auch besser ausgearbeitet, als ich sie jetzt sage. Oder wir brauchen neue Allianzen und da ist natürlich zuerst mal die Gewerkschaft, das ist die größte institutionelle Organisation, auf die wir auch in Zukunft nicht verzichten können, aber in der Form geht es auch nicht mehr einfach so. Die Gewerkschaften haben schon in den 70er Jahren es versäumt oder abgelehnt, sich mit der Frauenbewegung auseinanderzusetzen. Es gab da immer Ausnahmen, Britta Naumann und so weiter, aber im Grunde genommen die Impulse, die neuen Impulse, die von der Frauenbewegung damals gekommen waren, hat die Gewerkschaft abgelehnt, weil es in ihre Strukturen nicht reinpasst. Und jetzt haben wir das, die Frage, wie geht, haben wir auch schon diskutiert, wie geht, gehen die Gewerkschaften mit prekären Arbeitsverhältnissen und Lebensformen um? Und zumindest nicht so, wie Brigitte das gefordert hat, jeder bekommt eine Stimme. Ja? Das ist eine Kritik an der Gewerkschaft. Die Gewerkschaften, glaube ich, verändern sich derzeit auch in diese Richtung, aber da muss also viel größere Offenheit sein und andere NGOs und so weiter, andere Allianzen auch gesucht werden. Ich habe, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich habe auch nur Fragen, aber ich glaube, dass zurück in das Alte, weil du da angeknüpft hast an diese Konferenzen, das geht nicht mehr. Dankeschön. Passt das dazu, Ihre Meldung? Ja, gut. Dann nehmen wir die noch dazu. Ganz da hinten und dann. Ja. Dann machen wir Punkt und dann bist du die Nächste. Wer war zuerst hin? Okay, dann gehe ich nochmal hin. Ja, ich denke, grundsätzlich würde es ja der Attraktivität und dem Image von den Gewerkschaften sehr gut tun, wenn sie sich vor allem in den oberen Funktionsbereichen noch mehr der Diversität öffnen würde. Also sowohl was Männer, Frauen, also die Genderfrage anbelangt, als auch was Themen wie Migrationshintergrund, ich benutze jetzt das blöde Wort mangels eines Besseren, öffnen würde, denn also so wie ich das erlebe, ist die Diversität also in den unteren Bereichen durchaus gegeben, aber je höher die Funktionen gehen, da fehlt sie dann und ich denke, das ist auch was, was Gewerkschaften als Apparat für viele Jüngere vielleicht nicht gerade attraktiv werden lässt. Danke. Herzlichen Dank. Möchte jemand... Ja, darf ich? Bitte, ja. Ich bin ja hier fast in der Rolle des Gewerkschaftsverteidigers, weil ich da mal gearbeitet habe. Ich bin aber jetzt frei, ich stehe da nicht mehr auf der Payroll, also ich kann auch kritisch sein. So, aber ich denke, das war ich auch schon früher. Dass die Gewerkschaften in der Vergangenheit Versäumnisse gemacht haben, das ist unstrittig und das braucht man auch nicht weiter zu diskutieren. Sie haben aber auch, glaube ich, gelernt an vielen Punkten. Und ich bin sehr hoffnungsfroh mit dem neuen Vorsitzenden des DGB. Nicht, weil er jetzt eine Kommission eingerichtet hat, Zukunft der Arbeit. Da könnte man ja eher sogar sagen, das ist ein Ablenkungsmanöver, weil die erst mal 3 Jahre tagen sollen und dann kommt ein Bericht und dann fängt man da an zu debattieren über so einen Bericht. Kennt man ja. Nein, der Rainer Hoffmann weiß, dass der Arbeitsmarkt oder in welcher Situation sich der Arbeitsmarkt befindet. Und er kennt die Schwachstellen und er kennt auch die internationale Debatte sehr gut, was hier das Vernetzen und das Herstellen von transnationalen Allianzen angeht. Also da bin ich sehr, sehr hoffnungsfroh. Er weiß aber auch, und das wissen andere in den Gewerkschaften auch, über die relative Handlungsstärke der Gewerkschaften. Sie sind gerade in dem Bereich, der besonders, ich wiederhole das, der besonders verwildert. Dort sind sie ja besonders schwach. Deswegen kann das da auch so verwildern.
Und das geht nicht, ohne dass sie dort beharrlich Mitglieder gewinnen. Anders ist das nicht denkbar. Und das ist schwieriger geworden. Man denke an die Auseinandersetzung Amazon. Das ist doch hier auch, glaube ich, ein Fall gewesen, hier, welche Auseinandersetzungen es dort gibt. Die Unternehmen, vor allen Dingen solche multinationalen aufgestellten Unternehmen, lernen aus den USA, wie man systematisch mit der Hilfe von Rechtsanwälten auf legalem oder halblegalem Wege Gewerkschaften draußen hält, wie man Betriebsräte draußen hält. Das Klima ist härter geworden. Und ich glaube, das geht auch nicht ganz ohne politische Hilfe durch die Parteien, die sich für Tarifautonomie, für das Betriebsverfassungsgesetz, die Einhaltung dieser Gesetze einsetzen müssen. Anders werden es die Gewerkschaften dort nicht schaffen. Also, ja, gut, ja, das, das ist in den Gewerkschaften ein so strittiger Punkt, man hält im Augenblick da nur ein Stück weit zurück. Und alle wissen doch, da gibt es irgendwann ein Urteil nicht allzu großer Ferne. Es hat ja auch Auseinandersetzungen gegeben über die Einführung des Mindestlohns. Das war überhaupt nicht Konsens in den Gewerkschaften. Vor allen Dingen nicht in den Gewerkschaften, die ordentliche Löhne haben. Also bei Chemie und Metall, die wollten das gar nicht. Die hatten Angst, dass die das Lohnniveau nach unten gezogen wird durch den Mindestlohn, weil ihre untersten Lohngruppen deutlich über dem liegen, was je erreichbar war für den Mindestlohn. Aber da hat man sich auch zusammengerauft. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber dieses Öffnen, das war ja die Frage, Diversität für andere Gruppen, da bin ich wirklich hoffnungsfroh. Es gibt da ganz gute Anzeichen, dass sie mehr machen für solche Randgruppen. Leiharbeit haben sie eine große Kampagne gemacht und ich denke, das müsste jetzt kommen, auch bei den Minijobs genauso. Und da haben sie auch Erfolge erzielt bei der... Optimistisch sind Sie da, weil ich meine, Leiharbeiter sind männliche Industriearbeiter. Dass die Gewerkschaften sich dafür eingesetzt haben, kann ja niemand verwundern, aber Minijobberinnen arbeiten im Einzelhandel unter Scheißbedingungen und sind... Ja, das weiß ich. Das weiß ich, ja, ja. Aber ich denke, das wird kommen. Nebenbei, nein, nicht von selbst. Dazu gehören dann auch alle, die hier sitzen, dass sie Druck machen auf die Gewerkschaften, sich diesen Problemen anzunehmen. Warum soll denn nicht der Druck von außen auch kommen auf die Gewerkschaften? Nebenbei, bei den Leiharbeitern, das ist vorhin ja auch gesagt worden, gibt es ja auch einen Tendenz hin in Dienstleistungssektoren, denken wir an den Medizinbereich, Krankenhäuser, ganze Teams treten dort als Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter auf. Also da hat Verdi auch schon ein Interesse. Dass sie das mit der Hilfe der Metall gemacht haben, ist ja nicht schlecht, im Gegenteil. Gut, Dankeschön. Herr Strengmann-Kuhn, Sie wollten auch dazu? Ja, also ich wollte vor allen Dingen zu dem Kommentar von Mechthild Pfeil noch mal was sagen. Ich glaube, die alten Fragen sind immer noch die richtigen. Also die Frage, wie sichert man Selbstständige ab, wie schafft man das, dass alle abgesichert sind nach wie vor auf der Tagesordnung. Ich glaube, das ist eigentlich auch deutlich geworden. Aber wir müssen sie anders beantworten und anders auch vielleicht stellen, als wir das damals gemacht haben. Also da würde ich dir völlig zustimmen, aber und da halt die Frage Einbeziehung in die Sozialversicherung plus Existenzsicherung zusammendenken. Ich glaube tatsächlich, dass wir sowas wie Mindesteinkommen für Erwerbstätige mal mindestens brauchen und ich glaube, dass man dafür auch gesellschaftliche Mehrheiten finden kann. Und gerade was die Selbstständigen angeht, haben wir da als Grüne, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, weil, also ich habe vorhin gesagt, zu den Linken gibt es viele Verknüpfungen da inhaltlicher Art, aber die haben doch eher den abhängig beschäftigten Vollzeiterwerbstätigen auf dem Schirm. Und wenn es um Selbstständige, Teilzeiterwerbstätige, auch Frauen, weibliche Beschäftigte geht, ist das, glaube ich, eher unsere Rolle. Von der SPD brauchen wir an der Stelle, glaube ich, gar nicht reden. Und auch bei den Gewerkschaften gibt es da noch Nachholbedarf, vorsichtig formuliert. Die sind da auch noch lange nicht so weit, auch wenn ich da durchaus positive Entwicklungen sehe. Verdi ist da immer noch ganz gut, weil da auch viele prekär beschäftigte Frauen auch dabei sind. Aber ich war neulich mal auf einer Podiumsdiskussion als Gast, wo Frank Bzierske
saß, der ist gefragt worden, was ist denn mit den prekären Selbstständigen, warum macht denn Verdi da so wenig? Da war die Antwort von Frank Zierske, wenn die zu uns kommen, dann kümmern wir uns auch um die. Und das finde ich zu wenig. Also das reicht nicht. Also da gibt es auch eine gewisse Hohlschuld der Gewerkschaften, sich auch um die prekär beschäftigten Selbstständigen zu kümmern. Wie gesagt, Verdi hat da zumindest mal ein Problembewusstsein. Bei anderen Gewerkschaften ist das nochmal schwierig. Das hat man auch bei der Tarifeinheit gesehen, dass da andere nochmal schwieriger sind an der Stelle. Aber ich glaube, dass auch an der Stelle nochmal die gesellschaftliche Diskussion wichtig ist, wo gerade die grüne Debatte dazu besonders wichtig ist. Herzlichen Dank. Jetzt Alexandra und dann. Oder war das schon der Kommentar? Ja, nee, eigentlich ist es jetzt schon dreimal um die Ecke, aber eine Frage habe ich schon noch. Also es ist ja sehr in Ehren, die Grünen, klar, Heinrich-Böll-Stiftungstagung, aber ich finde, dass tatsächlich die Linken gerade für den Kultur- und Kreativbereich sehr, sehr aktiv sind, zum Beispiel auch im Vergleich zu anderen Parteien und sich sehr dafür einsetzen, zum Beispiel, sehr dafür eingesetzt haben, dass die Künstlersozialkasse erhalten bleibt. Und gerade bei der Künstlersozialkasse und der Absicherung von prekären Selbstständigen hat man es ja auch vor Augen. Ich meine, da sind 700.000 Menschen heutzutage sozialversichert. Als sie eingeführt wurde, Anfang der 80er Jahre, wurde damit davon ausgegangen, niemals mehr als 40.000. Jetzt sind 700.000, ich habe heute Morgen erzählt, 1,5 Millionen arbeiten in diesen künstlerisch-kreativen Bereichen. Und auch die in der Künstlersozialkasse versichert sind, die schlittern ja überwiegend in Altersarmut rein, weil wir wissen ja, das, was in der Künstlersozialkasse für die Altersabsicherung getan wird, ist ja ein totaler Witz. Und ganz viele, gerade soziale Absicherung, Künstler und Kreative, haben ja heutzutage das Problem, wegen der Deregulierung des Kultur- und Kreativbereichs und des Outsourcings von vielen Arbeitsplätzen, dass sie zwischen verschiedenen Erwerbsformen pendeln und dann nicht mehr in die Künstlersozialkasse reinkommen, weil die nur Minijob-Einkünfte übers Jahr verteilt erlaubt. Und das, soweit ich weiß, ist leider kein Thema in den kulturpolitischen Arbeitskreisen derzeit. Aber mich würde jetzt auch noch interessieren, Herr Strengmann-Kuhn, in den sozialpolitischen Arbeitskreisen, wie sieht denn da tatsächlich die Stimmung aus zu bedingungslosem Grundeinkommen oder Erwerbstätigenversicherung plus sozusagen Aufstockung? Weil, also nach meiner Einschätzung, alle Expertisen plädieren unisono für Bürgerversicherung. Aber realpolitisch scheint mir das so weit weg zu sein. Und mit der CDU, wenn Sie mit der CDU eine Koalition eingehen, vergessen Sie es, es wird nie was. Jetzt machen wir gleich. Ich wollte noch eine Bemerkung machen zu dieser Baubranche. Ich finde das wichtig, weil zum Beispiel in Frankfurt wird sehr viel gebaut, wahrscheinlich auch in Berlin und in andere große Städte. Und wir sehen hier sehr viele Migranten, die da arbeiten, Männer, meistens aus Osteuropa. Es ist nicht genug, dass die schlechter bezahlt werden und ab und zu überhaupt nicht bezahlt werden. Wenn die irgendwo eine Wohnung suchen, dann hat man hier zig Wohnungen gefunden in Frankfurt. Sagen wir mal, in einer Wohnung sind 3 Zimmern, dann wird nicht die Wohnung als Einheit vermietet, sondern jede Wohnung separat. Sehr, sehr hohe Preise. In jedem Zimmer wohnen 3, 4 Männer. Das kam schon zigmal in der Frankfurter Rundschau, diese Problematik. Mir ist überhaupt nicht klar, ich habe das Gefühl, das geht eigentlich weiter so. Über diese Sache muss man ja auch reden, wie diese Menschen wohnen. Dankeschön. Wollen Sie jetzt gerade daneben noch? Ja, ich kann mich da vielleicht bei dem Thema anschließen, weil das die Bauarbeiter betrifft. Und Verdi bietet zumindest den Selbstständigen die Möglichkeit, ein Mitglied zu werden. IG Bau oder, Entschuldigung, ich weiß den neuen Namen nicht, bietet das den Scheinselbstständigen auf dem Bau noch nicht mal an. Also man kann da nicht Mitglied werden. Und gerade im Bauwesen ist diese Verwilderung des Arbeitsmarktes besonders heftig. Also ein Appell
an die Gewerkschaften, an alle Gewerkschaften, doch eine Abteilung einzurichten. Und sei es nur deswegen, weil man eine ganze Menge an Mitgliedern werben und Mitgliederbeiträge einziehen kann. Ich glaube, da wäre ein großer Markt für da. Hat Frau Huckenbeck ja auch eben eigentlich schon viel zu gesagt. Helma, willst du noch mal was dazu sagen? Ja, ist schon lange. Ups. Nach allem, was heute gesagt wurde, muss man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, Herr Strengmann-Kuhn, dass die vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eigentlich nicht mehr so modern sind in unserem Sinne. Deshalb die Frage an Sie, wir werden uns ja noch in Offenbach begegnen. Wird denn in der Fraktion der Grünen schon darüber geredet, Hartz I, II, III, IV zu ändern oder was dagegen zu tun? Vielleicht auch in einer grün-schwarzen Koalition? Oder wird da gar nicht drüber diskutiert? Dankeschön. Helma, willst du zuerst? Ja? Diese Frage finde ich ziemlich wichtig, die Sie gerade gestellt haben in Bezug auf die Bauarbeiter, weil sie wirklich himmelschreiend ist. Also ich habe Bauarbeiter gesehen, die wohnen in der Wohnung, die sie gerade renovieren. Da gibt es kein Wasser, keine Heizung, kein gar nichts. Und es sind, ja, und oder ich meine, es ist ein wirklich ein Riesenskandal. Es ist aber eigentlich diese Menschen haben keine Stimme. Und um die Stimme ging es ja auch. Also die Stimme war ja die Frage, also wer darf sich selbst vertreten und wer wird gehört? Ja. Und ich glaube, dass es da wirklich ganz wichtig ist, zum einen darauf hinzuweisen, dass die Gewerkschaftspolitik in unserem Land sich wirklich ändern muss. Was ich sehr interessant fand in den USA, ist, dass da sowas wie aufsuchende Gewerkschaftspolitik passiert. Das heißt, die gehen an die Türen, die gehen auf die Baustellen, die gehen sozusagen genau dahin, wo die Leute sind und sprechen sie an und sagen, hört mal zu, das geht doch so nicht, wollt ihr euch nicht organisieren. Was hier gemacht wird, ist abwartende Gewerkschaftspolitik. Ja? Also da gibt es schon mal einen großen Unterschied und ich würde auch sagen, was wir lernen können von dieser Arbeit, ist wirklich, dass da viele, viele Leute wirklich bereit sind, auch dafür Geld zu geben. Ja? Das ist ja hier immer so ein Grund, also vor allen Dingen auch, warum Illegalisierte nicht Mitglied werden können. Die haben gar kein Konto, die können hier kein Konto eröffnen. Das heißt, davon kann auch nicht der Mitgliederbeitrag abgezogen werden. Ja? Also es ist solche banalen Sachen, aber auf die Art und Weise sind dann letztendlich die Menschen keine Mitglieder oder können sie keine Mitglieder sein, weil sie kein Konto haben. Also es ist absolut ich finde es ein Skandal, dass da so wenig drüber nachgedacht wird, aber genau dieses, denke ich, ist ein Punkt und auch einer, der hier schon genannt wurde, zu sagen, ja Leute, die ihr in der Gewerkschaft seid, vielleicht müssen wir wirklich Druck ausüben und sagen, auch den Gewerkschaften sozusagen Druck machen, zu sagen, also da gibt es große Gruppen, um die kümmert ihr euch nicht. Und ich glaube, wenn sowas, Sie hatten vorhin nach dem Zündstoff gefragt oder sozusagen dem zündenden Ereignis, also wenn sowas passieren sollte, dann ist das sozusagen aus der Position der Privilegierten heraus, muss da was passieren. Ja? Das ist nochmal umgekehrt, aber ich glaube, das wäre der Weg. Ja, ich bin ja direkt angesprochen worden, sowohl Künstlersozialkasse als auch die Frage Hartz I bis IV. Ich fange mal mit der Künstlersozialkasse an, weil ich dafür zuständig bin und ich nehme das mal als Aufforderung nochmal mit, mich nochmal stärker damit mit auseinanderzusetzen. Eigentlich habe ich es auf der Agenda als wichtigen Punkt. Wir haben uns auch schon bevor ich dafür zuständig war, für den Erhalt der Künstlersozialversicherung eingesetzt, ich damals noch als Mitglied im Petitionsausschuss, aber sowohl die kulturpolitische Sprecherin als auch unser sozialpolitischer Sprecher. Aber in der Tat gibt es da noch großen weiteren Handlungsbedarf. Unser Konzept einer Garantierente würde gerade Künstlerinnen und Künstlern da nochmal sehr helfen, tatsächlich eine Mindestabsicherung zu kriegen. Für mich ist tatsächlich das vielleicht auch eine Möglichkeit, aber das haben wir intern noch gar nicht diskutiert, sondern das ist nur eine Idee, die ich im Kopf habe, sowas wie ein Grundeinkommen tatsächlich auch für Künstler
und da an die Künstlersozialkasse anzudocken, weil da haben wir eine Definition, was ist Künstler, Künstlerin, habe dazu im Wahlkampf mal eine Diskussion in Offenbach gehabt, mit ganz spannend mit Künstlerinnen und Künstler, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, da mal ein Konzept zu erarbeiten. Meines Erachtens wäre das ein durchaus finanzierbarer, gangbarer Weg, um für eine Teilgruppe sowas wie ein Grundeinkommen einzuführen, wo es vielleicht dann auch nicht so große Widerstände wie an anderen Stellen bei uns in der Partei, was das Thema Grundeinkommen geht. Da ist es vor allen Dingen die Bedingungslosigkeit, die so ein Reizwort ist und wo es Widerstände gibt. Wenn es um einzelne Gruppen geht, sieht die Diskussion sehr viel differenzierter aus. Und auch bei Hartz I bis IV gehen wir da eher differenziert dran. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass mit der Deregulierung haben wir ein Stück weit übertrieben, aber es war nicht alles falsch an Hartz I bis IV. Auch an Hartz IV war nicht alles falsch, obwohl ich damals schon zu den Leuten gehört habe, die das innerparteilich kritisiert haben und auch einen Aufruf mit unterstützt habe von 500 Wissenschaftlern, die damals schon auf die Probleme der Deregulierung aufmerksam gemacht haben. Aber ich glaube, es wäre falsch, so wie die Linken das sagen, weg damit, sondern ich glaube, man muss sich genau angucken, wo besteht Reformbedarf. Und ich würde weniger von Rückabwicklung als von Weiterentwicklung sprechen und es den neuen Arbeitsmarktverhältnissen stärker anpassen und da, wo Re-Regulierung notwendig ist, das auch tun. Da gibt es auch in den letzten Jahren viele Vorschläge von uns, wie wir das bei den Werkverträgen, Leiharbeit etc. machen wollen. Und bei Hartz IV gibt es auch Vorschläge, wie wir das reformieren wollen. Aber ich glaube, dass wir da eine grundlegende Reform brauchen, aber keine Rückabwicklung an der Stelle. Ich gucke jetzt noch mal ins Publikum. Ich würde eine letzte Runde der Wortmeldungen einläuten wollen. Also ich weiß jetzt selber nicht viel über Politik, aber wir reden ja viel über Gerechtigkeit und über Verbesserung der Löhne. Und jetzt frage ich mich halt, welche Einbußen müssen gemacht werden, damit das stattfindet? Weil es hört sich ja gerade so an, als hätte Deutschland eigentlich finanziell die Möglichkeiten, das zu machen. Es müsste nur gemacht werden. Aber es ist ja nicht so, dass die deutschen Kassen Millionen oder Milliarden haben, die sie einfach verwenden können, um all das auf einmal zu verändern. Woher sollte das Geld kommen? Welche Einbußen müssen stattfinden, damit das gemacht wird? Und wer muss darunter leiden? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht ein bisschen daran anschließen. Ich fand das Plädoyer von Ihnen, Frau Allenbacher, für die Kooperation intersektional und inner so bündnisparteilich, innergewerkschaftlich sehr wichtig. Auch, dass es sich nicht nur um Arbeitsrecht, sondern eben auch um Sozialrechte, Menschenrechte dreht. Und ich glaube, wirklich wichtig ist, dass wir andere Alternativen brauchen, dass wir nicht nur uns am Autonomiebegriff dieser Gesellschaft abarbeiten müssen, sondern Alternativen brauchen. Und ich würde hier gerne fragen, das ist ein großes Projekt natürlich, eine Gerechtigkeitsdebatte, die Stück für Stück, Schritt für Schritt geht. Das ist schwierig, sich zu denken, wie das dann konkret irgendwie zu mittelfristigen Resultaten führt, insbesondere insofern, und ich denke, das war ja eigentlich von vielen gesagt worden, dass wir das transnational denken müssen. Ja, ich denke, die Form des Kapitalismus, die wir heute haben, drückt sich dadurch aus, dass wir sehr viele Beschäftigungsverhältnisse, Produktionsverhältnisse haben, die eben transnational ausgeprägt sind und demgegenüber sehr wenig Allianzen, Strukturen, geschweige denn Institutionen, politische oder gewerkschaftliche, die das irgendwie abbilden würden. Und ich denke auch, dass es nicht nur ein Zufall ist, sondern dass es hier immanente Probleme gibt. Ja? Die Wohlfahrtssteigerung oder Erhaltung innerhalb eines westeuropäischen Staates ist natürlich was ganz anderes als irgendwie eine Kooperation, die nicht nur intersektoral ist, sondern eben auch international, transnational. Und ich hatte hier ein bisschen Hoffnung, als ich gesehen habe, dass der DGB die Syriza-Austeritätspolitik kritisiert hat. Ich denke, das ist der richtige Schritt. Aber ich würde einfach nur noch die Frage stellen, wie kann man sich das denn konkret denken? So diese Gerechtigkeitsdebatte, eine Alternative und das aber transnational. Herzlichen Dank.
gab jetzt noch eine, genau, die würde ich noch nehmen. Meine Frage geht auch an Frau Allenbacher, und zwar zum Punkt der Visionen, weil ich gestern ganz euphorisch war und heute ist das ja auch wieder angesprochen worden, aufgrund dieser Kooperation. Weil was ich beobachte, ohne dass das jetzt alles wissenschaftlich fundiert ist, ist, dass es schon ein Bewusstsein dafür gibt, dass verschiedene Beschäftigungsverhältnisse auch prekär sind und auch ein großes Bedürfnis nach Legitimation und auch nach Partizipation. Und es gibt auch diese Bewegungen, die sich engagieren. Aber wo es häufig meiner Meinung nach hakt, ist sozusagen das zu übersetzen in Institutionen. Und vielleicht eine theoretische Frage, ob das zusammenzudenken ist, weil häufig das Selbstverständnis von Bewegungen ja auch nochmal anders funktioniert als Institutionen selber. Aber das würde ich total spannend finden, weil es gibt, also ich habe das Gefühl, in bestimmten Punkten sind schon viele Akteurinnen zusammen und auch eigentlich bereit, aber häufig fehlt es dann so an dem letzten, also ein klitzekleines Beispiel, ich versuche es kurz zu fassen, wir versuchen gerade an der Universität Frankfurt einen Tarifvertrag für Hilfskräfte zu erstreiten, weil die nicht keine Mitbestimmungsmöglichkeiten haben und häufig prekär beschäftigt sind. Dort ist es jetzt so weit gekommen, dass durch Druck von unten der Akademische Senat beschlossen hat, diesen Tarifvertrag umzusetzen, aber das Präsidium, die Gewerkschaften sind mit im Boot, die Presse findet das gut, viele Professorinnen finden das gut, aber es scheitert offensichtlich gerade daran, dass das Präsidium zu mächtig ist und das nicht ausspricht oder die Diffusion sagt, na, da sind wir gar nicht zuständig, das ist das Land. Genau, und da würde mich sehr brennend interessieren, wie wir da weiter verfahren können. Herzlichen Dank. Letzte. Ja, ich würde mich auch gerne an die Frau Auenbacher nochmal wenden, weil mir das ganz besonders gefallen hat, was Sie gesagt haben, und ich auch einen Moment spürte sowas von Aufbruch, und ich glaube auch, dass das also ich bin relativ viel unterwegs, ich bin Sozialarbeiterin gewesen bis vor 5 Monaten und bin jetzt in Rente und in sehr unterschiedlichen Gruppen, und ich glaube wirklich, dass es dass Gerechtigkeit tatsächlich ein Thema ist, dass unterschiedlichste Leute das wissen, Menschen das spüren. Und Gerechtigkeit im Sinne von Menschenrecht, glaube ich, also ich warte da seit Jahrzehnten drauf, und jetzt bin ich alt, ich werde nicht unbedingt mit dem Alter ruhiger, das merke ich, also die kleinen Schritte, das geht mir irgendwie auf den Sack, also ich finde, es müsste irgendwie mal was passieren, und ich hoffe, dass Sie mit Ihren Projekten der Kooperation, und wenn Sie sagen, an Ihrer Universität und in Lüneburg oder wo das, äußern sich Leute. Ich glaube, dass wir warten auf Verbündete und dass es dann auch gehen kann. Und es könnte auch mal ein Ruck sein, Herr Seifert, nicht in so kleine Schrittle. Also das haben wir die letzten Jahrzehnte gehabt. Also ich will wirklich nicht docke an die Fehler, die unsere Generation auch gemacht hat. Wir haben ja auch wirklich was hingekriegt, aber wir haben auch Fehler gemacht. Aber ich fand das, was Sie gesagt haben, da halte ich die Daumen. Ich hoffe, ich sehe da noch was und freue mich um so viele junge Leute und weiß um meine Kinder, die hier an anderen Orten leben. Da gäbe es Leute, viele. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Herzlichen Dank. Brigitte, du bist jetzt mehrfach angesprochen. Ja. Wollen Sie zuerst? Oder? Ich läute so langsam die letzte Runde ein. Auch gut. Ja? So, jetzt gebe ich das Mikro wieder zurück. Okay. Danke. Ja, vielen Dank für all die Fragen, Anmerkungen. Ich hoffe, dass ich zumindest jetzt das Wesentliche in Kürze, weil Claudia mahnt schon, doch aufnehmen kann. Erstmal, woher soll das Geld kommen? Ich würde diese Frage gerne ganz anders beantworten. Ich weiß nicht, ob sie das zufriedenstellt, aber ich möchte sie aus innerer Überzeugung anders beantworten. Ich würde nämlich erst mal fragen, können wir uns das so weiter überhaupt noch leisten? Nämlich alles, was in den verschiedenen Bereichen passiert oder nicht passiert, hat für die Gesellschaft enorme Folgekosten. Also, dass wir Leute, sei es Kinder, sei es Alte, sei es Kranke,
sei es Behinderte, nicht angemessen versorgen, holt uns dann möglicherweise nicht im Pflegesystem ein, aber woanders. Wenn Kinder eben in der frühkindlichen Phase vernachlässigt werden, hat hinterher die Schule ein Problem. Also diese Gesellschaft funktioniert ja über bereichsspezifische Trennungen. Das heißt, die Folgekosten, die ein Bereich verursacht, treten möglicherweise ganz woanders auf, aber sie treten gesellschaftlich auf. Und ich würde mal behaupten, diese Folgekosten sind Kosten, die wir von vornherein einplanen müssten und auch anders einplanen könnten. Und das würde auch Gelder freisetzen. Das wäre meine erste Antwort. Meine zweite wird Sie auch nicht befriedigen, aber auch die möchte ich aus innerer Überzeugung geben. Es gibt durchaus Gelder, die investiert worden sind in andere Bereiche. Wir denken an die Bankenrettungspakete beispielsweise. Also es gibt für Bereiche durchaus Gelder, die für soziale Bereiche offensichtlich nicht ohne weiteres verfügbar sind. Also ich behaupte mal, dass unsere Gesellschaft nicht an einem eklatanten Geldmangel leidet, aber wohl daran, dass Gelder fehlinvestiert werden aus meiner Sicht der Dinge. Und da würde ich erhebliche Potenziale sehen. Das ist das eine. Die zweite Frage, bereichsübergreifende Bündnisse, kleine Schritte, große Schritte, Allianzen. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass das einfach ist. Das ist auch beim Gerechtigkeitsthema nicht einfach oder beim Care-Thema nicht. Also wir sind jetzt seit 2 Jahren mit dem Thema Care, Helma weiß das, weil sie auch schon damit in Kontakt war, und auch mit dem Thema Gerechtigkeit in breiten Öffentlichkeiten, ganz verschiedener Art. Das sind sozusagen Verbände, die sich um Migration kümmern, das ist die Volkshochschule, das sind Berufsverbände, das sind Gewerkschaften, also das geht querbeet. Es gibt enorme Übersetzungsprobleme, da will ich überhaupt nicht drum herum reden. Also wir haben lange diskutiert, ob wir beispielsweise eine Veranstaltungsreihe unter Care, unter dem Thema Care machen, weil sich Altenpflegerinnen nicht angesprochen fühlen, wenn eine Reihe Care heißt. Die machen kein Care, die machen Altenpflege. Also es fängt auf dieser Ebene bereits an und ich kann nur sagen, nach 2 Jahren sehen wir in diesen verschiedenen Feldern durchaus eine Erfolgsbilanz und auch eine Erfolgsbilanz im Sinne von beispielsweise Einheiten zu gestalten bei Berufsverbänden, wo wir mittlerweile auch zu Schulungen eingeladen werden, in einen Dialog zu kommen mit den im Feld Arbeitenden. Und das, finde ich, ist nicht wenig. Das soll man jetzt überhaupt nicht euphorisch aufblähen, aber es ist auch nicht wenig. Und ich denke, das ist schrittweise Institutionalisierung und das sind Sachen, die bei diesen Themen gelingen, was mir dann wieder bestätigt, die sind brisant genug, gesellschaftlich brisant genug, nicht nur wissenschaftlich brisant genug. Eine ganz andere Frage ist transnational lokal. Also ich denke, letztendlich gibt es nichts anderes als beides immer wieder rückzubinden. Also die transnationale Ebene zu diskutieren und zugleich auf die transnationalen Instrumente zurückzugreifen, die in alle Bereiche mittlerweile reinspielen, EU-Richtlinien und sonst was. Aber die sind es für mich genommen nicht, sondern es gehört die lokale Ebene dazu. Also ich muss beides, ich muss die lokale Ebene immer wieder rückbinden an das, was transnational erfahren wird und umgekehrt. Anders wird es nicht gehen. Das halte ich für einen mühsamen Prozess. Ich halte es für einen unvermeidbaren Prozess. Dankeschön. Ja, glaube ich, kann die drei Fragen gut zusammenknüpfen. Also die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Und das Geld ist doch gar nicht vorhanden. Doch, das Geld ist da. Wir sind ein reiches Land, wir sind sogar ein reiches Europa. Es ist nur ungleich verteilt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der immer wieder betont werden muss. Wir haben im Moment politisch so die Situation, dass es der Mehrheit in der Bevölkerung irgendwie gut geht und sich so die Mitte von unten abgrenzt. Wenn man da genauer hinguckt, verläuft die Spaltung der Gesellschaft aber nicht zwischen dem unteren Drittel und der Mitte, sondern die Spaltung der Gesellschaft verläuft zwischen dem oberen, ich weiß nicht, 20%, vielleicht Drittel, und der Mitte und unten. Und die Aufstiegsversprechen, die da manchmal gegeben werden, dass die Mittelschicht doch ganz nach oben aufsteigen kann, die gibt es empirisch nicht. Und die Mittelschicht hat auch ähnliche Existenzängste wie die so gerade in diesem prekären Bereich sind. Und da gibt es eigentlich viel Gemeinsames. Und das müsste man eigentlich nochmal stärken. Was wir bräuchten, ist eigentlich sowas wie ein Mitte-Unten-
Bündnis für mehr Umverteilung und für mehr soziale Sicherung. Das würde auch denen in der Mitte tatsächlich helfen. Und damit bin ich dann bei der Bündnisfrage und der Frage, kleine, große Schritte, wie auch immer. Wir Grünen sind ja in der Ökologiefrage sehr radikal. 100% Erneuerbare, raus aus der Atomkraft, das war irgendwie vor 30 Jahren noch völlig absurd für viele Leute. Es kommt jetzt, in Klammern vielleicht oder hoffentlich, da kann man noch ein paar Fragezeichen hintersetzen, aber wir sind auf dem Weg und wir gehen da ganz radikal dran und versuchen diese radikale Denke in einzelne Schritte, ob das jetzt kleine oder große sind, ist da nochmal eine Definitionsfrage. Und ich glaube, dass wir angesichts der Veränderungen, die es auf dem Arbeitsmarkt gibt und die anderen Veränderungen, die noch wegen den ökologischen Veränderungen auf uns zukommen werden, auch bei der Sozialpolitik entsprechend radikal sein müssen als Grün. Ich glaube, dass wir das noch nicht sind, aber ich arbeite daran und viele andere in der Partei auch. Der läuft gerade Parteitag der Grünen in Nordrhein-Westfalen, die sich explizit Sozialpolitik als Kernthema genommen haben. Das finde ich sehr wichtig, dass wir das deutlich machen, dass die Ökologiefrage und die soziale Frage für uns ganz zentral sind und übrigens nicht nur auf nationaler Ebene, sondern gerade auch auf europäischer Ebene. Auch da müssen wir dahin kommen, wieder mehr über Umverteilung reden, darüber reden, dass die Reichen und Starken in Europa, unabhängig davon, in welchem Land sie leben, für die Armen und Schwachen in Europa zuständig sind. Und Europa ist für uns ja auch immer so eine visionäre Sache als Grüne. Und da müssen wir das soziale Europa auch noch mal stärken. Ich bin froh, dass wir sehr deutlich waren, auch was die Austeritätspolitik angeht und auch was die Hoffnung mit Syriza angeht. Man kann auch da ein paar Fragezeichen dahinter machen. Ich war gerade vor kurzem in Griechenland, aber vieles von dem, was die anprangern und an Vorschlägen machen, ist durchaus richtig und vernünftig. Die Umsetzung ist jetzt nochmal ein Problem, aber da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber der Diskurs hat sich dadurch schon sehr stark verändert und ich glaube, da muss man dran ansetzen und dann kann man auch Veränderungen tatsächlich hinkriegen. Herzlichen Dank. Ja, ich denke, dass die Situation für Reformen, und zwar für Reformen, die auch mit Geld verbunden sind, günstiger sind als in den vergangenen 10 Jahren. Wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung, wir haben eine wachsende Erwerbstätigkeit mit all den Problemen, über die wir hier geredet haben, aber es ist eine wachsende Erwerbstätigkeit, das spült auch Geld in die Kassen der Sozialversicherungsträger, die zeigen das ja auch auf. So, und wenn man dann noch rangeht, die Gerechtigkeitsfrage mit der Steuerfrage zu verknüpfen und beispielsweise daran denkt, was ist mit der Erbschaftssteuer? Die ist in Deutschland niedriger als in vielen anderen kapitalistischen Ländern, die eine neoliberale Orientierung haben, also in den angelsächsischen Ländern. Nur keine Partei wagt daran zu gehen, weil sie immer Angst haben, da könnte, wie heißt das immer, der Oma ihr schön Häuschen dann auch noch besteuert werden, was alles Quatsch ist. Nicht? Und Mittelstand, da gibt es Konzepte, dass auch die Mittelstandsunternehmen weiter existieren können. Gleichwohl kann man da mehr bekommen. So, Geld ist da. Bei den Banken war zu Recht viel Geld in die Hand genommen worden. Warum? Das galt als systemisch. Man musste die Banken retten, so das Argument, weil das an für sich das System sonst bedroht hätte. Man müsste auch aufzeigen, welche systemische Sprengkraft in der Veränderung des Arbeitsmarktes liegt. Die OECD hat jetzt in diesen Tagen eine Studie rausgebracht, die schön aufzeigt, welche wachstumsmindernden, produktivitätsmindernden und wachstumsmindernden Effekte es aufgrund der Verwilderung am Arbeitsmarkt gibt. Nur das sind Langfristeffekte, die nicht unbedingt heute in Kosten in den Unternehmen sich ausdrücken. Also hier kann man, glaube ich, zumindest einen Teil der aufgeklärten Ökonomen mit auch ökonomischer Rationalität packen, hoffe ich zumindest. Also dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährdet sein wird, wenn sie den Weg, den wir am Arbeitsmarkt jetzt in den letzten Jahren beobachtet haben, fortsetzen wird. So hoffe ich auf Rationalität. Und das wäre dann eine Aufgabe auch der politischen Parteien, das aufzugreifen. Und dann kann man vielleicht von so einem Ruck sprechen. Ich habe ja nur ein paar Punkte eingangs genannt. Wenn nur einer oder zwei von den 4 oder 5, die ich genannt habe, wenn der umgesetzt würde,
dann wäre das schon ein großer Sprung nach vorne. Mein Gott nochmal. Also, ja, so. Gut. Und Helva Lutz? Ja, ich bin nicht ganz so optimistisch, wie einige hier vielleicht sehen. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Migration. Ich sehe da eigentlich nicht die Veränderung, die ich gerne gesehen hätte. So ein altmodisches Wort wie Solidarität, das ist hier noch nicht gefallen, aber das ist vielleicht, wäre vielleicht so ein Begriff, der in dieser Diskussion eingebracht werden müsste, der irgendwie fehlt. Ich denke wirklich, dass es wichtig ist, und das habe ich vielleicht nicht so genau formuliert, als ich mein Eingangsstatement hatte, was wir sehen müssen, ist, dass die Migranten und Migrantinnen, die zu uns kommen, die stammen aus der Mittelschicht, ja, und die haben sehr viel gemein mit der mit unserer Mittelschicht, mit unserer Situation, wo jetzt sozusagen prekäre Arbeitsbedingungen eben auch verbalisiert werden und auch eingebracht werden in die Debatte. Und wenn sozusagen da Allianzen geschmiedet werden können, dann wäre es wahrscheinlich auch da. Aber da sehe ich sie im Moment einfach überhaupt nicht. Und ich bin mir auch nicht so sicher. Also ich habe viel, viel politische Arbeit gemacht über die ganzen Jahre neben der Wissenschaft. Und ich sehe, dass das wirklich in winzigen Schritten geht. Ja, und auch es geht vielleicht 3 Schritte vor und dann auch wieder 5 zurück. Also in diese Frage der grenzüberschreitenden Solidarität, das ist eine ganz komplizierte. Vor allen Dingen deshalb, weil unsere Diskurse eben so stark nationalistisch sind, ja? Und weil diese gesamte Kompetitivität, also dieser Wettbewerb, sich ja auch sehr stark auf diese nationalen Formate immer bezieht. Ja? Also die nehmen uns die Arbeit weg und so weiter. Also da würde ich sagen, da ist irgendwie ganz wenig, wo ich wirklich, ich glaube, ja, wir brauchen Utopien und ich finde auch, wir brauchen neue Fragen, also oder andere Fragen. Also Mechtit Weil würde ich da absolut recht geben, die Fragen, die wir vor 20 Jahren zur Zukunft der Arbeit gestellt haben, die stimmen so nicht mehr, weil nämlich einfach nicht genügend die Globalisierung von Arbeit und Transnationalisierung da einbezogen wurde. Was aber noch nicht da ist, sind wirklich diese transnationalen Akteure. Also eine bei den Migrant Domestic Workers, bei die ILO, die da aktiv geworden ist, aber davon gibt es ganz wenige. Ja, es muss einfach viel mehr davon geben. Was ich aber als einen Vorteil sehe im Moment, ist, dass wir das Internet haben und dass das zur Organisation beiträgt, absolut. Das trägt ja auch dazu bei, in Kommunikation zu bleiben und sich auszutauschen und zwar in Windeseile. Und genau da finde ich, und da sieht man auch, also dass diese Vernetzung ja erfolgt von den Betroffenen, nur also auf der Ebene sozusagen der mächtigen Akteure, ja, da sehe ich im Moment noch wenig und da, glaube ich, haben wir dringenden Nachholbedarf. Ich traue mich jetzt 2 letzte Sätze zu machen, die sind aber dann eher auch aus meiner eigenen Perspektive. Ich fasse es mal so zusammen, es gibt viel zu tun, es braucht alte und neue Allianzen. Meiner Meinung nach braucht es auch starke Gewerkschaften, auf die wir auch Druck ausüben können, bestimmte Themen aufzugreifen. Das kommt alles nicht von selbst, das heißt, wir brauchen lokale, nationale und transnationale Allianzen. Und ich würde schon auch denken, würde Sie auch gerne auffordern, an den Stellen, an denen Sie stehen, an denen Sie politisch aktiv sind, in den Gruppen, in denen Sie sozusagen etwas tun, da auch zu gucken, wie jeder weiterkommen kann. Und wir haben heute ja auch 2 tolle Beispiele gehört von Menschen, die sich engagieren und die sozusagen versuchen, die Dinge weiterzutreiben. Und ich spüre manchmal schon auch bei Studenten und jungen Leuten auch so ein Unbehagen und so ein Wunsch, Dinge zu verändern. Und ich finde, das kann man vielleicht ein bisschen versuchen mitzunehmen. Und wir brauchen neue Visionen und da haben wir ja auch ein bisschen was gehört. Vielleicht brauchen wir auch eine Änderung der politischen Verhältnisse. Auch da. So.
Dann bleibt mir einerseits Ihnen, dem Publikum, zu danken für Ihre interessanten Beiträge, für das aufmerksame Zuhören. Ich danke ganz herzlich dem Podium für die Impulse für die Diskussion und für Ihre Gedanken und Ideen. Und drittens danke ich natürlich den Veranstalterinnen. Ich habe nur Veranstalterinnen gesehen, dass sie überhaupt diese Diskussion und diesen Austausch heute ermöglicht haben. Herzlichen Dank. Das ist Mechthild Pfeil. Applaus